bin Ramin Soleimani und habe seit Ende 2014 einen kleinen Magneten in meinem Finger. Und mit diesem Magneten kann ich kleine, leichte magnetische Gegenstände hochheben, also beispielsweise Münzen, Heftzwecken, LEDs. Also jemanden, der seinen Körper durch irgendwelche technischen Möglichkeiten verändert, wird als Cyborg bezeichnet. Ein Magneten, würde ich sagen, macht mich schon zum Cyborg, weil es meine Sinne erweitert. Also wenn ich dieses Radio hier anmache, dann spüre ich hier hinten am Netzteil das elektromagnetische Feld. Das heißt, ich spüre so ein Kribbeln im Finger. Das ist so ein bisschen wie wenn der Finger eingeschlafen ist. Also ich spüre so ein bisschen diese unsichtbare Welt des Elektromagnetismus. Oh, ein Stromkasten. An dem spüre ich nichts. Ist wahrscheinlich zu weit drin oder abgeschirmt. Da es momentan noch relativ schwach ist, würde ich mir schon wünschen, dass es spürbarer ist. Vielleicht würden sich meine Nerven anpassen, meine Finger, die Nerven im Finger vielleicht irgendwie drumherum wachsen und dass ich sensibler werde dafür. Wo die Bahn ihren Strom herzieht, da müsste man eigentlich hier rankommen. Diese Kompass-App hier, die funktioniert mit einem Magnetsensor hier im Telefon. Und wenn ich meinen Finger hier vorne dran halte, sieht man, wie die Einheit für die magnetische Flussdichte auf fast 2000 ansteigt. Ich bin nicht der einzige Cyborg hier in Berlin. Es gibt den Cyborg e.V., also einen Verein. Wir finden es auf jeden Fall wichtig, dass diese Entwicklung nicht einfach nur in der Hand von großen Konzernen oder vielleicht dem Militär bleibt. Geräte, technische Geräte werden immer kleiner und haben immer mehr Kapazitäten und wächst dann sozusagen immer näher an uns heran, begleitet uns über den ganzen Tag. Es ist auf jeden Fall wichtig, da zu verstehen, was passiert und sozusagen autonom zu bleiben.